Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Folgen der Corona-Pandemie und Russlands Angriff auf die Ukraine, der Terrorangriff der Hamas auf Israel, die verschärfte Klimakrise. Jeder einzelne dieser Krisen ist für sich schon genommen eine enorme Herausforderung. Aber in der Summe erleben wir eine der herausforderndsten politischen Zeiten dieses Landes. Und die Liste findet hier noch kein Ende. Inflation, Energiepreiskrise, Biodiversitätskrise, ein enormer Investitionsbedarf für die klimaneutrale Transformation, notwendige Bildungsinvestitionen, der Investitionsstau in unseren Kommunen. Es gilt der Umberto Eco zugeschriebene Spruch: Für jedes komplexe Problem gibt es eine einfache Lösung. Und die ist garantiert falsch. Klar ist jedoch, mit unserer Art zu leben und zu wirtschaften, stehen wir unter enormem Anpassungsdruck. Und wir Grüne gestalten die Veränderungen in der schwarz-grünen Landesregierung, um eine lebenswerte Zukunft auch für nachfolgende Generationen zu erhalten. Genau deshalb ist es wichtig und richtig, auch in der aktuell schwierigen Haushaltssituation zu investieren. Dazu gehört vor allem die klimaneutrale Transformation und der Ausbau erneuerbarer Energien. Und genau das, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir in dieser Koalition. Wir machen NRW zum ersten klimaneutralen Industrieland. Eine Haushaltsdebatte im Lichte des jüngsten Urteils des Bundesverfassungsgerichts kommt um einen Aspekt ganz sicher nicht vorbei. Sie ahnen es, die Schuldenbremse. Wer derzeit Regierungsverantwortung trägt und damit Verantwortung für die Aufstellung von Haushalten weiß, aus den normalen Haushalten lassen sich die nötigen Investitionen einfach nicht finanzieren. Das könnten meine Worte sein, sie sind es aber gar nicht. Sie stammen von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner. Und ich möchte gleich noch ein Zitat von ihm hinzufügen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts macht deutlich, wie investitionshemmend die derzeitige Schuldenbremse angesichts von Megabedarfen ist. Klimaschutz, bröckelnde Verkehrswege, Investitionsstau in den Schulen, vernachlässigte soziale Infrastruktur, nötiger Umbau der Energieversorgung. Zitat Ende. Wer Regierungsverantwortung trägt, kennt die tatsächlichen Herausforderungen dieser Tage. Da hat Kai Wegner zweifellos völlig recht. Das erklärt vielleicht auch das Unverständnis von SPD und FDP hier im Landtag. Ihnen fehlt eben diese Regierungsverantwortung. Und das erklärt das vollkommen gegensätzliche Handeln von SPD und FDP im Bund. Dort, wo die FDP den Bundesfinanzminister stellt, wird die außergewöhnliche Notsituation ohne mit der Wimper zu zucken erklärt, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Ich will da wirklich keine Missverständnisse aufkommen lassen. Ich halte die Entscheidung von Christian Lindner für richtig. Aber in NRW klagen Sie jedoch genau dagegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist das nach wie vor Ihr Ernst? Der FDP, ja, ich habe mir die Klage durchgelesen. Ich habe mir die Klage durchgelesen. Und da steht genau drin, dass Sie unterstellen, dass es für 2023 keine außergewöhnliche Notsituation gibt. Und genau das wird im Bund festgestellt. Also sorry, das ist absolut widersprüchlich. Der FDP, der nehme ich ja zumindest noch ab, dass Sie große Fans der Schuldenbremse in Ihrer aktuellen Ausgestaltung sind. Immerhin bietet sie Ihnen einen Vorwand, mit der Abrissbirne durch den Sozialbereich zu gehen. So fordern Sie es ja zumindest auf Bundesebene. Herzlichen Glückwunsch zu dieser innovativen Idee. Interessant ist nur, dass Sie für den Landeshaushalt das genaue Gegenteil wollen. Denn hier fordern Sie in Ihren Änderungsanträgen mehr Mittel für die soziale Infrastruktur. Zusammengefasst wollen Sie also im Allgemeinen Kürzungen für den Sozialetat, dann aber im Konkreten doch wieder mehr Mittel für Soziales. Widersprüchlicher geht es kaum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber Jochen Ott hat es geschafft, dem noch einen draufzusetzen. Denn von ihm las ich letzte Woche in der Rheinischen Post die Worte: Die Schuldenbremse muss weg. Oder in ein paar Worten mehr: Um eine Rezession noch abzuwenden, muss es jetzt eine neue Verständigung geben, dass die Schuldenbremse für dieses Jahr ausgesetzt und mittelfristig neu konzipiert wird. Ja, das kann man in der Tat so sehen, Herr Kollege Ott. Aber darum wiederhole ich meine Frage gern noch einmal. Ist es nach wie vor Ihr Ernst, genau dagegen in Nordrhein-Westfalen zu klagen? Doch, dagegen haben Sie geklagt. Lesen Sie Ihre eigene Klageschrift. Da steht das drin. Lesen Sie sie. Doch, da steht das drin. Lesen Sie es. Es tut mir ja leid. Nein, es ist nicht unredlich. Es steht da drin.
Es steht in Ihrer Klageschrift drin, ich zitiere, aus all diesen Gründen verfehlt die in Rede stehende Kreditermächtigung die materiellen Anforderungen der Notausstattung. Herr Kollege, bitte unterbrechen Sie mal gerade die Rede. Ich fordere alle Kolleginnen und Kollegen noch mal auf zu etwas mehr Ruhe. Bitte lassen Sie den Redner sprechen und hören Sie zu. Also, ich zitiere noch mal aus Ihrer Klageschrift. Da steht drin, Seite 87, können Sie nachlesen, aus all diesen Gründen verfehlt die in Rede stehende Kreditermächtigung die materiellen Anforderungen der Notlagenausnahme von der Schuldenbremse. Mit anderen Worten, Sie bezweifeln, dass es in diesem Jahr eine außergewöhnliche Notsituation gibt. Richtig ist, die Schuldenbremse braucht ein Update auf Bundesebene. Sinnvolle Investitionen in unserer Zukunft und die unserer Kinder müssen möglich gemacht werden. Sie dürfen nicht an der Finanzierung scheitern. Und so denkt im Übrigen auch jeder vernünftige Unternehmer. Denn genau das ist doch Generationengerechtigkeit. Unseren Kindern eine funktionierende Infrastruktur, das bestmögliche Bildungssystem und eine wehrhafte Demokratie zu hinterlassen. Dafür brauchen wir mehr Investitionen und dafür brauchen wir die finanziellen Spielräume. Deshalb darf die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse werden und deshalb darf sie auch nicht zur Wohlstandsbremse werden. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, von kaputten Brücken, maroden Schulen und überschuldeten Kommunen kann sich am Ende auch niemand etwas kaufen. Und damit auch keine Missverständnisse aufkommen, solange die Schuldenbremse gilt, werden wir sie selbstverständlich 1:1 einhalten. Und dazu gehört auch, dass 2024 keine Maßnahmen mehr aus den Sondervermögen Corona und Krisenbewältigung finanziert werden. Das war nie geplant und das wird auch nicht so kommen. Und um alle Interpretationsspielräume zu beseitigen, werden wir bis zur dritten Lesung hierzu noch klarstellende Änderungen am Haushaltsplan vornehmen. Unabhängig davon schränkt die Schuldenbremse die Handlungsmöglichkeiten des Landes zusätzlich ein. In dieser schwierigen Haushaltslage gilt es für uns zu priorisieren. Die Landesregierung hat dies im Haushaltsentwurf und in der Ergänzungsvorlage getan. Weil uns Bildung wichtig ist, sparen wir nicht im Schulbereich. Und bei der Kita-Finanzierung hat die Landesregierung eine Erhöhung der Mittel um 550 Millionen Euro ermöglicht. Auch die Umschichtungen in den Änderungsanträgen von CDU und Grünen setzen diese Schwerpunktsetzung in den Bereichen Kinder, Jugend und Familie um. So stärken wir mit zusätzlichen 400.000 Euro das Schulobstprogramm. Wir unterstützen die Jugendfeuerwehren mit weiteren 50.000 Euro und wir verlängern das erfolgreiche Programm Students at School. Das zeigt, trotz widriger Rahmenbedingungen investieren wir in die Bildung und die Zukunft unserer Kinder. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit und auch unserer Haushaltsänderungsanträge ist der Einsatz für unsere Demokratie. Der offene Antisemitismus in Deutschland ist beschämend und gefährlich. Judenfeindliche Vorfälle haben bundesweit zugenommen. Die Landesregierung hat vor diesem Hintergrund mehr Mittel für den Schutz jüdischer Einrichtungen bereitgestellt. Gemeinsam mit CDU, SPD und FDP erhöhen wir die Mittel für jüdische Gemeinden um weitere 1,5 Millionen Euro. Das ist ein wichtiges überparteiliches Signal. Wir stehen als Demokraten geschlossen gegen jede Form des Antisemitismus. Hass und Hetze gegen Juden hat bei uns in Nordrhein-Westfalen keinen Platz. Außerdem bekommt Nordrhein-Westfalen einen unabhängigen Polizeibeauftragten. Dieser wird als Ansprechperson für alle Bürgerinnen und Bürger fungieren. Gleichzeitig dient er zukünftig als Ansprechpartner für alle Polizeiangehörigen des Landes. Und vielleicht gelingt es uns ja bis zur dritten Lesung, hier auch noch eine interfraktionelle Verständigung darüber zu führen und zu finden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Debatte unserer umfangreichen Änderungsanträge in den Haushaltsdebatten der einzelnen Etats und in der dritten Lesung des Haushalts- und Finanzausschusses. Selbstverständlich haben wir uns auch ganz genau angeschaut, was die Oppositionsfraktionen an Änderungen bisher im Verfahren vorgeschlagen haben. Die SPD hat bislang über 185 Millionen Euro Mehrausgabenwünsche zunächst ohne jegliche Gegenfinanzierung angemeldet. Sie hat dann im Haushalts- und Finanzausschuss Gegenfinanzierungsvorschläge eingebracht.
plus 80 Millionen Euro Einnahmeerhöhung bei der Erstattung der Herrichtungskosten von Bundesimmobilien zu Flüchtlingsunterkünften. Das wäre natürlich super, wenn dieses Geld im kommenden Jahr einzunehmen wäre. Wir haben im Fachministerium nachgefragt. Mit den Einnahmen ist leider nicht zu rechnen. Damit ist diese Seifenblase auch geplatzt. Weiterer Vorschlag ist, die globale Minderausgabe zu erhöhen. Damit wären wir an der verfassungsgemäß angesehenen Grenze von 2%. Das hätten wir überschritten. Aus unserer Sicht ist das verfassungswidrig. Können wir auch so nicht mitmachen. Was bleibt, sind dann zusätzliche Ausgabenwünsche in dreistelliger Millionenhöhe. Die FDP wiederum hat auch mehr Ausgabenwünsche angemeldet und möchte das mit einem Personalverstärkungstitel um 500 Millionen Euro kürzen. Ich komme jetzt auch sofort zum Schluss. Am Ende des Tages werden daraus die Tarifsteigerungen der Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienstes bezahlt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wertschätzung für den öffentlichen Dienst ist, hier den Rotstift anzusetzen. Und dass die AfD erwartungsgemäß an verfassungskonfirmen Deckungsvorschlägen scheitert, ich glaube, das wundert auch keinen mehr. Ich freue mich jedenfalls auf die weitere Beratung des Haushaltsentwurfs bis zur dritten Lesung und auch darauf, die Arbeit in den nächsten Jahren fortzusetzen. Der Rücküberweisung in den HFA stimmen wir selbstverständlich gerne zu.